hallo zusammen. Herzlich willkommen beim ÖTZ-Fachforum 2023. Wir dürfen euch heute ein bisschen was über die Triesdorfer Landhühner vorstellen. Das ist meine Mitarbeiterin Amelie und ich, Jonas Dorn. Wir kommen aus Witzenhausen, haben hier einen Bioland-Geflügelbetrieb, brüten aus, ziehen auf, haben Legehühner, die dazugehörigen Brüder, als auch ein bisschen Wassergeflügel, Enten und Gänse. Und seit neuerdings eben die Triesdorfer Landhühner und wie es jetzt so ein bisschen gehen soll, einfach mal zu gucken, wer denn das so ist, was die so machen. Genau. Es geht um die Vorstellung des Triesdorfer Landhuhns. Ich würde anfangen mit ein paar Ursprüngen. Wo kommt's her? Wer hat damit angefangen? Was sind die Triesdorfer überhaupt? Ein bisschen was zu den Zielen, die es damals gab, als auch Zuchtziele und Leistungsmerkmale. Ein bisschen was unsere Geschichte von mir, Amelie und ihren weiteren Kolleginnen und Kolleginnen. Und kurz was zur aktuellen Situation. Wie viele Triesdorfer gibt es? Wo stehen die? Wie kommt man daran? Und so weiter. Genau, wir fangen an mit den Ursprüngen. Wie der Name schon vermuten lässt, kommt das Triesdorfer Landhuhn aus Triesdorf. Lehranstalt für Landwirtschaft, die haben schon relativ früh mit der Geflügelhaltung angefangen. Im Rassebereich auch bekannt, die Italiener wurden im September 1791 das erste Mal urkundlich erwähnt. Das heißt, seitdem hat Triesdorf was mit Hühnern zu tun. Hat sich dann irgendwann rausentwickelt, dass dort eine Leistungszucht von alten Wirtschaftsrassen stattfindet und auch eine Prüfung derer. Anfang der 90er kamen französische Bres zur Mastprüfung nach Triesdorf. Später wurden dann aber auch eine Legeleistungsprüfung unterzogen. Hinzu kamen dann weitere Rassen wie die Sulmtaler, Rodeländer, Sundheimer. Und seit 2014 wird eben aus alten Rassen das Triesdorfer Landhuhn gezüchtet, gekreuzt. Das heißt, es ging los mit den Bres, da ist auch vornehmlich, also Amelie ist zu einem gewissen Teil Bres mit drin, die Italiener wurden mit eingekreuzt, später auch die Sulmtaler. Was da von welchen Merkmalen noch durchkommt, kommen wir gleich noch zu. Genau, das soweit schon zum Ursprung. Jetzt, warum hat man das Ganze gemacht? Warum hat man in Triesdorf das Triesdorfer Landhuhn gezüchtet? Zum einen kam damals eben auf so dieses Kükentöten, diese Hochspezialisierung in Mast- und Legebereiche war da Thema. Die Bruderhahn-Initiative hat sich ein paar Jahre vorher ja auch schon gegründet gehabt. Das heißt, man hat sich ein Stück weit schon mit diesem Thema des Kükentötens beschäftigt und hat sich in Triesdorf dann auch gedacht, wir haben Rassen da, wir können hier auch mal eine neue Rasse kreieren. Ganz klar mit dem Merkmal auf eine Zweinutzungsziel hin, das heißt die Hennen zum Eierlegen und eben der Hahn als Masthuhn oder als Bruderhahn, der aber einen schönen ansehnlichen Schlagkörper hat. Alternative zu den Hybridhühnern, vor allem eher für die kleineren Strukturen, das heißt Direktvermarktung, Mobilstallhaltung, einfach ein robustes, unkompliziertes Huhn zu erzüchten, genau, was sich in den Gegebenheiten einfach gut wohlfühlt, reinpasst und auch darstellen lässt. Anders wie bei den meisten Tieren, die es im Moment auch in Zweinutzung auf dem Markt gibt oder wo die Leute mit unterwegs sind, haben wir hier beim Triesdorf eine eigenständige Rasse. Das heißt, keine Gebrauchskreuzung, wie das zum Beispiel bei den ÖTZ Coffee and Cream ist, sondern eine eigenständige Rasse. Das heißt, eine eigene Vermehrung und Erhalt dieser Rasse ist relativ einfach möglich, weil wir einfach Hennen und Hähne zusammen laufen lassen können, davon Bruteier ziehen können und ausbrüten. Und wir haben wieder Triesdorfer da. Das Weitere war auch noch so der Gedanke, eine Genreserve für alte Leistungsrassen zu schaffen. Die Geflügel- oder die Rassegeflügelzucht nimmt immer weiter ab. Die Züchter werden älter, es kommen wenig neue nach. Die eine oder andere Rasse ist schon ausgestorben, weitere werden folgen. Und um da einfach ein Stück weit auch was zu festigen in einem Huhn, was eine akzeptable Leistung auch bringt, hat man eben diese Rassen auch mit eingekreuzt. Das heißt, wird es irgendwann mal die Augsburger nicht geben, haben wir vielleicht ein bisschen Augsburger auch noch im Triesdorfer Huhn mit drin. Als auch der Gedanke, das Triesdorfer Huhn als Kreuzungspartner für weitere Gebrauchskreuzungen zu nehmen. Hier ist vor allem die bunte Farbe, wo wir nachher noch zu kommen,
eine spannende Geschichte, weil da einfach sehr viel bunte Genetik vorhanden ist, die man eben so von der Optik her, das einfach was hermacht. Ja. Genau, was sind sonst die Ziele? Ein bisschen Leistungen. Der Plan ist oder das Ziel ist, das Triesdorfer Huhn soll 190 bis 230 Eier pro Jahr legen. Die Eischale ist vorwiegend cremefarbig bis hellbraun. Hier mal ein Werk von Amelie und ihren Kolleginnen. Amelie ist jetzt 22 Wochen alt, das heißt, das Legen hat gerade gestartet. So sehen Junghenneneier aus, noch diverse Größen vorhanden. Die Eier sind noch relativ klein, aber wir sehen schon, wir haben verschiedene Creme- und Brauntöne vorhanden. Legereife so mit 20 Wochen, das hat hingekommen. Also sie starten jetzt quasi langsam mit dem Legen. Und M-Eier soll es so ab dem 6., 7. Lebensmonat geben. Genau, ist jetzt im Verhältnis auch zu einer Coffee oder zu einer Cream eher etwas länger, aber da schlägt die Breast dann doch durch, die ja gerne am Anfang noch etwas kleinere, dafür geschmacklich sehr leckere Eier legt. Ganz wichtig ist ein gut gerundeter Schlachtkörper nach 12 bis 16 Wochen, vor allem jetzt für die Hähne gedacht. Die sollen dann im Prinzip so 1,5 bis 2 Kilo Schlachtgewicht auch auf die Waage bringen. Und wenn wir uns jetzt die Brüder von Amelie anschauen, das waren die in der 17. Lebenswoche. Das heißt, wir sehen hier schon schöne Schlachtkörper mit einer ordentlichen Brustrundung vorhanden. Und lässt sich somit auch als Ganztier schön vermarkten, weil es auch in der Theke einfach was hermacht. Und da ganz klar, also das Triesdorfer Landhuhn ist ein Wirtschaftshuhn. Wir kommen jetzt gleich noch zu ein paar äußeren Merkmalen, aber ganz klar ist auch die Leistungsdaten gewissen äußeren Erscheinungen vorzuziehen. Und da ist diese Bewertung der Brustausprägung mal ganz kurz noch zu erwähnen. Wir sehen so auf der linken Seite 0 ist quasi der Masttyp, wie er eher im Konventionellen auch vorhanden ist, heißt wirklich eine ganz massive Brustausprägung. Im Ökobereich, so die Standard langsam wachsenden Masthybriden, die wir haben, würde ich eher bei der 1 einordnen. Und das Triesdorfer Huhn als modernes Zweinutzungshuhn soll eben Brustausprägung Klasse 1 oder Bewertung 1 und 2 haben. Einser waren ein paar Hähne bestimmt auch dabei, zwei war auf jeden Fall gut vorhanden. Wenn man dann die Reihe noch weiter geht, sieht man so die drei, das sind so alte Zweinutzungsrassen, also reine Rassehühner. Da könnte man jetzt die Mechelner oder die Bielefelder oder irgendwas eher schwerere Rassen nehmen. Die haben dann eher diese Form, die sind von den Schlachtgewichten her nach einem bestimmten Alter auch sehr gut. Aber diese Brustrundung, dieses ganzheitliche, kompakte Schlachthähnchen, das ist oft nicht so ganz gegeben. Und auf der vierten Seite haben wir im Prinzip so den klassischen Bruderhahn als Legetyp, der einfach doch eine sehr spitze Brust und relativ wenig Brustfleisch aufweist. Also wenn wir uns mit dem Bild nochmal kurz Schlachtkörper vorstellen, haben wir doch hier ein recht ansehnliches Huhn oder Hähnchen. So, also das war der gut gerundete Schlachtkörper. So, jetzt ganz markant sind die blauen Füße. Amalie, zeig mal ganz kurz her. Ja. Amalie hat blaue Füße, blaue Ständer, auch ursprünglich durch die Bress mit vererbt. Und da ist es so, das Markenzeichen bleibt auch am Gelenk noch vorhanden. Das heißt, wenn wir beim Schlachtkörper die Ständer abtrennen, haben wir so im Kniebereich immer noch diese dunkle Färbung. Wenn man sich nochmal kurz das Bild anschaut, sieht man das jetzt hier nicht, weil die Bilder vorwiegend frontal aufgenommen sind. Wenn man so jetzt dahinter gucken würde, dann würde man quasi hinten noch diese dunkle Federfarbe, Fußfarbe oder Ständerfarbe mitsehen. Einfach, was auch als Markenzeichen eben dann deklariert oder sich abgesetzt werden kann. Das nächste, was da ist, ist dieser nette Federnschopf am Kopf. Bedingt durch die Sulmtaler, wo hier noch mit drin stecken. Wir hatten ja erst ob wir Amelie Kriemhild nennen, weil das heißt die Kämpferin mit Helm, haben uns dann aber doch für Amelie entschieden, das ist dann eher die Fleißige und Tapfere. Also Federschopf soll optisch vorhanden sein, hat einfach ja optischen Wert, sieht nett aus. Genau, Gefiederfarbe ist jetzt völlig bunt, Amalie ist
hellbraun, so auf der Brustseite, geht dann aber rüber, wird auch schöne eine Farbverlauf ins Dunkle mit drin. Wir haben aber unten rechts die Brüder von Amelie anschauen, auch gucken, unterschiedliche Farben. Wir haben eine Wildfarben, wir haben helle Tiere dabei, wir haben gemusterte Tiere dabei, unterschiedlichste Farbverläufe, wir haben schwarze Tiere dabei. Das ist bewusst so und da soll auch bewusst weiter bunte Tiere letztlich bei rauskommen, weil es einfach um optischen nettes Ansehen von diesen Hühnern geht. So, das war zu den Zielen und so ein bisschen zum Triesdorfer Landhuhn an sich. Wie hat das mit uns beiden angefangen? Wir haben September letzten Jahres eine Runde Triesdorfer Bruteier aus Triesdorf und noch von einem weiteren Züchter bekommen. Die haben wir ausgebrütet. Das war Amalia als kleines Küken. Einfach da auch schon eine bunte Truppe. Sehr neugierig, sehr aufgeweckte Küken. Die blau gefärbten nicht irritieren lassen. Da laufen noch ein paar reine Bres mit. Die mussten wir auseinanderhalten. Aber genau, so weiter Stall auch schon immer schön bunt besetzt. Es ist immer nett, da wieder reinzukommen. Dann sind sie größer geworden. So der Kükenflaum vergeht langsam. Es schieben sich die ersten Federn durch. Da verändert sich ja auch noch mal so ein bisschen die Farbe. Nicht jedes Küken, was am Anfang gelb war, ist dann am Schluss auch ein weißes Küken oder andersrum. Genau, das heißt, diese bunte Vielfalt ist erhalten worden. Triesdorfer sind sehr aktive Tiere, brauchen viel Beschäftigung, nehmen jegliche Spielgegenstände, Klettermöglichkeiten genau sehr gut an. Hier sieht man jetzt schon so die Anfänge von dem Schopf, den Amalia schon weit ausgeprägter hier hat. Das kommt dann schon langsam durch. Kleine Irokesen, sehr nett. So sieht das Ganze dann später aus. Da sind die Tiere dann schon in den Mobilstall gezogen. Das ist so an der Anfangsphase, da sind sie alle noch etwas vorsichtig. Später ist das Öffnen der Klappen dann doch wesentlich mehr Trubel dahinter. Aber genau, es sind einfach nette Tiere. Und so sehen dann die Hähne kurz vor Schlachtreife aus. Die schönsten haben wir behalten. Die laufen jetzt mit Amelie und Kollegen zusammen und produzieren Broteier. Und der Rest ist als Hähnchen vermarktet worden. So, das ist eine, genau, auch Schwester von 7 Triesdorfer, auch mit 22 Wochen, mal in einer hellen Variante. Sieht aber auch, kam es ausgeprägt, Schopf hinten eben auch. Ja, blaue Füße und hinten sieht man einfach nochmal so ein bisschen die Musterung, die Sprenkelung. Es sind einfach verschiedene Farben und Formen vorhanden. Jetzt noch ganz kurz was zur aktuellen Situation. In Triesdorf selber findet die Basiszucht der Triesdorfer Landhühner statt. Es wird im Moment geschätzt, dass wir irgendwie dieses Jahr 2023 ca. 6000 Triesdorfer Tiere in Deutschland haben. Es wird ein Netzwerk in dem Fall eben aufgebaut, beziehungsweise ist seit 2020, seitdem es die Triesdorfer als reine Rasse eben gibt und vorwiegend eben durch die Brutei-Verkäufe von Triesdorf sich aufgebaut haben. Netzwerk von Landwirten, aber auch Hobbyhaltern, die die Tiere halten und eben dann weiter für Verbreitung sorgen. Ganz frisch eben seit diesem Monat und auch nächsten Monat, und so wird das auch weitergehen, haben wir biozertifizierte Bruteier, die man über den Bruteishop der ökologischen Tierzucht bestellen kann. Das sind dann eben Bruteier von Amelie und Kolleginnen. Der Shop ist eine nette Geschichte, relativ schnell und kompliziert, sich einfach mal Bruteier zu bestellen. Man sieht unten, die Triesdorfer sind dabei, ab 40 Eiern ist man dabei. Genau. Und eben nicht nur Bruteier, sondern wir brüten auch aus und verkaufen auch Küken und Jungtiere. Das heißt, die wird es dann so ab Mai 23 geben. Genau. So, das heißt, wir sind ein bisschen durch. Wie angefangen? Was sind die Ziele? Wie sind wir zusammengekommen? Aktuelle Situation. Das heißt, wer jetzt noch Fragen, Anmerkungen hat, sehr gerne raus. Ansonsten sage ich schon mal vielen Dank.